Ja, hallo und willkommen zu Part 45 meines Subterraco Let's Plays. Wir wollen Sie einen Abflug von der Scholle buchen? Gehen wieder nach Terra 7 und machen weiter mit damit, dass wir in den Moderwald gehen und mit Badu, den wir jetzt erhalten haben und den wir vorherigen Part gut ausgerüstet haben, jetzt das Tor im Moderwald öffnen können. Wahrscheinlich. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja, und dann begeben wir uns einfach mal tiefer in den Moderwald und sehen mal, was uns da erwartet. Ich weiß es nicht. Im Moment, was da passiert. Kann mich nicht erinnern. Naja, auf jeden Fall schlagen wir uns erstmal wieder durch ein paar Gegner durch. Die allseits bekannten Spinnen mal wieder. Lululululu. Also ich weiß nicht. Badu ist sehr langsam, aber trotzdem doch viel schneller als Runner. 99. Nicht schlecht. Schauen wir mal, wie viel der so auf der seiner zweiten Attacke. Yeah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Für die zwei Attacke. Ist schon mal... wo kommst du denn her? Ich habe mich ja auch noch nie gesehen hier. Was ist das denn? Gleich kaputt. Oh. Eins. Oh mein Gott. Das war das Billigste, was ich je gesehen habe. Hauptsache, die Biene hat 45 Gold in den Taschen. Das ist auch das Logischste überhaupt. So, da sind diesmal keine Spinnen. Aber das ist ja auch jetzt egal. Wir wollen hier einfach nur raus und... okay, was ist los? Was ist los, Badu? Was ist denn? Anscheinend hat er das Erz in der Wand gespürt. Und jetzt? Was mit dem Erz? Oh, das Zeug sieht wertvoll aus. Aber wenn ich was davon haben wollte, müsste ich es ausgraben. Okay. Ich habe viele Männer getötet, damit mein Land dieses Zeug abbauen kann. Im Nachhinein war es das nicht wert. Also willst du nichts da? Das habe ich nicht gesagt. Dorisches Erz ist auf dem Schwarzmarkt eine Menge wert. Er scheint das Erz zu kennen. Ich wette, sein Volk arbeitet damit schon seit Jahrhunderten. Gut, aber ich habe jetzt nichts dabei, womit ich es mitnehmen könnte. Dann müssen wir uns das mal merken, damit wir später wieder dahin kommen können. Bin ich mal gespannt, das kann ich mich auch nicht mehr nennen. Also auf jeden Fall, das Erz können wir da wahrscheinlich bei dem Typen bearbeiten lassen. Aber wir brauchen was, um das da rauszukriegen. Irgendeine Spitzhacke oder so. Und weiß ich gerade gar nicht. So. Wir sind wieder im Moderwald und wollen den oberen Weg nehmen. Genau. Nehmen wir mal das da. Geh direkt geradeaus. Hoffen, dass wir nirgendwo reinlaufen. Oh Gott. Knapp, knapp. Ey, dann sind wir schon. Super. Episches Geräusch. So, Badu, dann öffne mal. Oh, ich brauche zum Reader. Sehr interessant. Wow, das war ganz schön cool. Ich frage mich, wozu man diese Art Radar noch benutzen könnte. Zum Angreifen. So, da sind wir. Da können wir aber auch nur nach links. Dann schauen wir uns aber trotzdem mal schnell rechts um. Da ist nichts. Okay, weiter geht's nach links. Lalalala. Ach ja, die sind auch wieder da. Hä? Naja, gut. Das haben wir schon zu verlieren. Sind doch schwach wie noch was. Kann man schön trainieren jetzt.
aufgeladen. Also ich würde sogar sagen, dass Arime in einer taktisch günstigen Position steht, wenn jetzt richtig zielt. Jawoll. Okay, dann eben nicht. Jetzt kommt's. Auch nur aufgeladen. Gut. Also wenn wir die jetzt sehr schön so erledigen können, dann waren das wirklich, sag ich mal, ein paar XP und ein bisschen... Wie bitte? 18. Okay, ich würde mal sagen, diese Dinge sind sehr gut gepanzert. Ich habe vorher da gar nicht drauf geachtet. Werden jetzt auch noch heilen oder was? Oh mein Gott. Okay. Wenn der jetzt auch noch viel abzieht, na, es geht. Aber hohe Panzerung hat er schon mal. Uiuiui. Okay. Was zur Hölle? Ich wollte schon sagen, dass das ein paar leicht verdiente XP sind. Aber habe ich mich wohl geirrt. Was zur Hölle? Ich glaube jetzt aber nicht, dass die Aufnahme irgendwie gefetzt hat oder so. Habe ich mich ein bisschen verdrückt jetzt. So, hier oben können wir lang. Und da finden wir eine Kiste. Ein Trank und ein Aquaprisma. Also wenn man ein Aquaprisma ist. Ich habe keine Ahnung. Also. Magieschutzwasser, toll. Brauchen wir auch. Super. Okay. Ich würde sagen, ich gucke trotzdem mal kurz, ob da alles auch stimmt jetzt mit diesen Piepsen. Und dann geht es aber gleich wieder weiter. Okay, bis gleich. Gut, das scheint alles in Ordnung gewesen zu sein. Dann können wir ja beruhigt weiterlaufen. Weiter in den Moderwald. Gut, dann geht's wohl hier lang. Schon mal kurz. Jo, genau. Da geht's weiter. Hier hoch, da durch. Oh, oh, oh. Können wir uns vorbeischleichen? Jawohl. Ich weiß aber gar nicht, ob wir... Ach, komm. Für die XP. Für die XP und für das Leben. Ach ja, und da unten ist noch ein Viech. Da wollte ich nämlich eh hin. So, okay. Was machst du denn mal? Ich denke mal, du gehst auf das da. Pam! So, das wäre schon mal erledigt. Gut, dann gehen wir mal auf das da. Die Spinne ist jetzt mal Wurst. Dann machen wir mal das fertig. Puff. So, und das müsste ja schon wahrscheinlich reichen. Naja, knapp. Wenn es 100 Leben hat, dann hat es jetzt noch 4 und jetzt hat es vielleicht gar keins mehr. Genau. Sehr gut. Einmal Brot erhalten, jawohl, dann geht das ja auch wieder schon. Machen wir mal so. Der braucht noch nichts. So, 16, 17, 15. Der braucht noch 1240 Erfahrungspunkte und bis zum nächsten Level. So, hier haben wir tatsächlich nichts. Gut, teilt sich hier zwei. Ja, teilt sich zwei. Ja, da werden wir wohl einmal runter müssen. Und einmal oben. So, immer durch den Wald, immer geradeaus. Mit einer Linkskurve. Und noch mehr Schleimviechern, die ich nicht bekämpfen möchte, aber jetzt muss, weil dieses Kacki-Ei direkt im Weg steht. Ah, nee, auch noch zwei davon. Oh mein Gott. Jetzt
laden die auch noch auf. Oh mein Gott. Okay, gehen wir mal auf die Spinne. Die Spinne wird wahrscheinlich wegputzen, aber... Nein, noch nicht ganz gut. Dann würde ich dir mal sagen, Arime geht als nächstes nochmal auf die Spinne mit einer kleinen Attacke. Und Maya und der andere, Hadou. Oh mein Gott, das ist hart. Das ist echt, diese Gegner mag ich nicht. Diese Gegner mag ich nicht. Gut, stimmt, wir wollten noch mit dem da auf die Spinne, das hätten wir jetzt verhindern können. Ich war zu sehr auf Bardu konzentriert. So, dann gehen wir nochmal mit Bardu auf den da. Kein Risiko eingehen, jetzt damit er auf jeden Fall tot ist. Jawohl. Ich finde es sehr lustig, wie der sich immer heilt, obwohl er volles Leben hat. Auf jeden Fall sehr interessant. So, fast gleichzeitig. Ich denke mal, damit müsste es zu schaffen sein. Jetzt noch die zwei Attacke von Bardu drauf, dann müsste das alles funktionieren. So. Und F fehlt. Sehr gut. So, jetzt lädt er sich natürlich wieder auf. Komm schon. Nein. Nein. Maya, komm. Boah. Das gibt es nicht. So, jetzt aber. Jetzt ist er weg. Oh, danke. Echt schlimm. Geht's hier weiter? Tatsächlich. Gut, dann schauen wir uns gerade nochmal den anderen Weg an. Wo wahrscheinlich auch nichts sein wird, außer vielleicht noch ein Gegner oder so. Kann ich mir gar nicht vorstellen jetzt, dass da noch was anderes sein sollte. Oder ist hier gar nichts? Boah, das gibt's doch nicht. Also wären wir oben lang gegangen, hätten wir einem Kampf aus dem Weg gehen können. Aber, pff, egal. Wurst. So, für uns geht's hier hoch. An den Dingern vorbei. Einfach mal jetzt. So, wo sind wir denn hier jetzt? Sieht sehr interessant aus. Wie so eine Mine, ja? So eine Minenlore ist da. Wo können wir denn hier hin? Ah, nach unten. Okay. Gut. Vielleicht treffen wir nochmal... Das sind doch Erwählte, ne? Ja, das ist ein Erwählten-Soldat. Oh je. Oh je. Okay, aber bevor wir uns dem nächsten Kampf stellen... Gott. Mache ich hier mal einen Schnitt für diesen Part und da geht es ja gleich weiter. Werde ich gleich den nächsten Part aufnehmen. Und dann sehen wir uns ja gleich. Bis dann. Ciao.